Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den besten Tischgrilltest. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Tischgrilltest, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Philips HD4419-20. Der Tischgrill HD44197-20 des niederländischen Anbieters Philips ist ein Grill, der in einem schwarzen Layout zu finden ist und auch knapp 4 kg bewertet. Die Leistung liegt zwischen 2000 und 2300 Watt. Das Gehäuse ist komplett aus Edelstahl gefertigt und sollte auch bei jedem Wetter robust und stabil sein. Die leichte Aluminium-Grillplatte ist besonders dick und erwärmt sich laut Hersteller auch zeitnah und bleibt kontinuierlich heiß, um so den saftigen Geschmack zu sichern. Eine Komponente der Grillplatte ist gerippt, die verschiedenen andere ist glatt, dies bietet Ihnen eine Auswahl an Grillmöglichkeiten. Laut Philips ist der Tischgrill sehr einfach zu bedienen. Umzug auf Nummer 4, haben wir die WMF LonoMaster. Der WMF LonoMaster Grill ist ein elektrischer Tischgrill mit einer Leistung von 2400 Watt. Das Gewicht beträgt einfach über 7 kg. Eine einzigartige Funktion des Master Grills sind die beiden Grillplatten aus Schauspielern leichtes Aluminium, dessen Temperatur Sie unabhängig steuern können. Dafür sorgen zwei verschiedene Temperaturregler, die eine kontinuierlich nachjustierendes Temperaturniveau aus ermöglichen und die auch tatsächlich LED-Beleuchtung aufweisen. Die Grillplatte ist 50x28 cm groß und eignet sich für 2 bis 5 Personen. Nach Angaben des Lieferanten sorgt eine integrierte Antihaftoberfläche dafür, dass Reste nicht an der Grillplatte haften und Sie das Werkzeug nach Gebrauch schnell reinigen können. Auf Platz 3 haben wir die Duronic GP20 Tischgrill. Der Duronic GP20 Tischgrill ist ein elektrisch angetriebener Grill, der in einem schwarzen Layout leicht erhältlich ist. Er bewertet 2,3 kg und hat ein Ergebnis von 2000 Watt. Mit einer Grillfläche von 52 bis 27 cm eignet sich der Tischgrill für Haushaltsessen mit etwa 5 Personen, so der Lieferant. Die Grillplatte verfügt über eine Temperaturpegelregelung mit Hilfe der stufenlos einstellbaren Thermostate. Nach Angaben des Lieferanten, alles, was Sie tun müssen, ist die Verbindung in die Steckdose zu setzen und die bevorzugte Temperatur zu etablieren. Umzug auf Nummer 2. Haben wir die Severn Kilogramm 2397. Der Tischgrill Kilogramm 2397 des deutschen Herstellers Severn ist ein elektrischer Tischgrill mit großer Grillfläche. Bis zu 6 oder 7 Personen können sich um den 59,5 bis 34,5 cm großen Grillplatz versammeln, insgesamt mehr als 2000 Quadratzentimeter. Die Grillfläche ist völlig glatt, weshalb Sie den Grill unter den angeblichen Teriyaki Grills zählen können. Mit diesen Grills müssen Sie auf das normale Grillmuster verzichten, müssen jedoch die Fähigkeit haben, empfindliche Lebensmittel wie Gemüse oder Fisch ohne jegliche Probleme zuzubereiten. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Staeber VG200 BBQ. Der elektrische Tischgrill VG200 des Herstellers Staeber ist ein BBQ-Tischgrill mit elektrischem Antrieb und ebenfalls eingebautem Deckel. Es ist rechteckig fit und berücksichtigt knapp 5,5 kg. Das Ergebnis des Staeber VG200 Tischgrills beträgt 2200 Watt. Der Grill ist mit einer leichten Aluminium-Grillplatte mit Druckguss ausgestattet, von denen einige typischerweise gerippt und auch einige glatt sind. Nach Angaben des Herstellers bietet dies Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten. Auf der gerippten Seite können Sie Steaks grillen, die ein schönes Grillmuster haben. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag dieses Video teilen und vergessen.